Und was hat... Ich hoffe nur, dass Chris vor lauter Training trotzdem noch mal dazu kommt, den Müll runterzubringen und das nicht endgültig an mir hängen bleibt. Na. Erstens habe ich ja jetzt einen Beschützer. Und zweitens ist es nun mal so üblich, dass die finsteren Gesellen sich in ebenso finsteren Spelunken herumtreiben. Chris war ziemlich ratlos. 150 Mark. So viel Geld hat er noch nicht einmal in der Hand gehabt. Mama Gladys Mädchen beißen nicht. Nur auf besonderen Wunsch. Ich habe mich, glaube ich, in der Tür geirrt. Ach was, Süßer, du bist schon goldrichtig hier. Verrate Mama Gladys doch mal deinen Namen. Hm? Ist das Taschengeld schon wieder futsch? Nein, ich meine, ja. Das heißt nicht richtig. Komm! Widerstehlich. Dieser Versuch war für Chris ein Reinfall gewesen. Er musste sich also was anderes ausdenken. Die Erwachsenen bekamen ja auch Geld. Und zwar, wenn sie arbeiteten, überlegte er sich. Also würde er sich eine Arbeit suchen. Er versuchte es zuerst beim Feinkosthändler, wo er sich immer sein Eis für zwischendurch kaufte. Er würde sich beim Zirkus bewerben. Die konnten bestimmt eine Hilfe gebrauchen. Am nächsten Tag fuhr er gleich nach der Schule mit der U-Bahn zum Heiligen Geistfeld, wo der Zirkus sein Zelt aufgeschlagen hatte. Doch das war gar nicht so einfach. Alex, wie melde ich diesen verdammten Ohrfeigen ab? Geist, was schreist du denn so? Alex! Ach, ist schon gut, Mami. Ich glaube, mein Brüderchen will was von mir. Vielleicht könntet ihr das auch etwas leiser klären. Schon gut, Mami. Okay. Also, was gibt's? Und wann gehen wir? Gleich morgen natürlich. Wenn das bloß gut geht.